Innovation City erbringen als angesprochen, ein Pilotprojekt in der Stadt Bottrop. Initiator dieses Projektes war der Initiativkreis Ruhr. Das ist ein Zusammenschluss der größten Industrieunternehmen im Ruhrgebiet, aber einige auch, die darüber hinaus tätig sind. Und der Initiativkreis hatte sich 2010 überlegt, man müsste doch mal in einem Pilotgebiet im Ruhrgebiet zeigen, welche innovativen Kräfte man freisetzen kann, um eine Stadt zu modernisieren. Wir haben dann begonnen, das Thema über die energetische Modernisierung des Stadtbestandes zu entwickeln und dabei die Leitlinie entwickelt, Energiewende von unten. Heute sind wir nach gut 2,5 Jahren intensiver Projektarbeit ein wenig weiter. Heute sind wir längst so weit, dass wir sagen, es geht um eine nachhaltige, ganzheitliche Modernisierung von Stadtquartieren. Und dabei liegt unser Fokus auf das Machen. Wir setzen Projekte um, wir schreiben zwar auch Konzepte, aber eigentlich sind wir darauf fokussiert, auch Dinge sichtbar zu machen, Dinge umzusetzen. Und damit Sie noch mal verstehen, was wir mit Energiewende von unten meinen, auf diesem Schaubild ein kurzer Hinweis. Wir beginnen bei dem Gebäude, das Gebäude energetisch zu modernisieren, gehen dann auf das Stadtquartier und dann auf den Stadtraum. Und wir gehen sowohl bei der Erzeugung wie beim Verbrauch wie bei der Steuerung dieses Thema in unseren Projekten an. Das ist bewusst ein wenig ein Kontrastprogramm zu dem, was auf Bundesebene diskutiert wird, wo ganz viel über Energiewende diskutiert wird, aber wenig realisiert wird, sondern es dann um die Frage geht, wie bekomme ich den Strom von St. Peter-Ording nach Unterhachingen. Die Diskussion kann ja jeder verfolgen mit 800 Kilometer Überlandleitung. Mache alles sinnvoll sein, aber ich glaube, und davon sind wir überzeugt, über die Projektarbeit überzeugt worden, dass unser Weg, es von unten zu gestalten, nicht nur der preiswertere ist, sondern auch der erfolgreichere im Sinne des Klimaschutzes. So, wir haben natürlich eine Vision, die baut sich jetzt gerade auf. Die Vision besteht darin, dass wir glauben, dass am Ende aller Tage vielleicht auch dann in dem Pilotgebiet Bottrop, da ist unser Ziel, Horizont bis 2020, dass wir in den Gebäuden ein automatisiertes Energiemanagement haben, welches intelligent steuert nach den Bedürfnissen der Bewohner, wie Energie erzeugt wird, wie Energie eingesetzt wird, wie Energie gesteuert wird, dass es automatisch geht, dass man nicht über Belehrungen versucht, das Nutzerverhalten zu beeinflussen, sondern dass die Systeme, die heute alle zur Verfügung stehen, automatisch sich auf das Nutzerverhalten einstellen. Und aus dem Gebäude heraus erfolgt die Kommunikation mit dem Nachbarn. Was heißt das? Der eine hat eine große Dachfläche, wo er Photovoltaik unterbringen kann, der andere hat einen großen Baum vor seinem Haus, also müsste doch der eine dem anderen auch Strom abgeben können. In Deutschland gibt es dafür aber keine Tarifstrukturen bisher. In Schweden kann man das studieren, wie sowas funktioniert. Da wird sogar Fernwärme aus den Häusern sozusagen rückgespeichert in das Fernwärmenetz. Da wird das Fernwärmenetz benutzt als Wärmespeicher zum Beispiel. In Deutschland gibt es dafür keine Tarifstrukturen. Und dann kann man aus dem Gebäude, aus der Nachbarschaft auf das Quartier, auf den Stadtraum kommen und kann dort die adäquaten Speichermedien schaffen oder auch den adäquaten Austausch. Und wenn man über diese Vision sich die Städte einmal neu denkt, dann weiß ich nicht mehr, ob man dann wirklich noch eine zentrale Stromversorgung benötigt. Abkapseln aus dem Netz wäre sicherlich nicht die richtige Strategie, aber technisch ist das möglich. Und wer mal sehen will, wie das funktioniert, an realen Daten aus Bottrop kann sich das in Aachen bei der RWTH Aachen beim E.ON Energy Research Center ansehen. Da läuft das. Mit Daten aus Bottrop läuft die Computersimulation und wir sind jetzt dabei, dann auch diese Vision, da brauchen wir Fördermittel, bei allen anderen Dingen vielleicht weniger oder überhaupt nicht, zumindest was unser Management angeht, diese Vision in die Realität überzusetzen. So, das ist die Vision. Aber was machen wir täglich? Wir haben uns fokussiert
auf den Gebäudebestand. Davon war gerade schon von Frau Peter die Rede. In Deutschland gibt es 3,4 Milliarden Quadratmeter gebaute Fläche, bebaute und gebaute Fläche. Deutschland ist an sich gebaut. Der Neubau ist in dem Zusammenhang unrelevant. Da kann man was gesetzlich regeln und das ist relativ leicht zu steuern, geschieht ja auch ständig mit NF 2012 und folgendem. Wenn man jetzt mal schaut, dass aus diesen Gebäuden Wohn- und Gewerbe beinahe 40% der CO2-Emissionen stammen, dann weiß man, dass da eigentlich der zentrale Hebel liegt. Da sind die zentralen Schraubstellen, an denen man etwas machen könnte für die CO2-Einsparung. Wenn man dann aber die nüchterne Zahl betrachtet, in den letzten Jahren waren es 0,8, 0,9%. Mit der energetischen Modernisierungsrate sind wir in 10 Jahren so weit, dass wir 1% CO2 eingespart haben. Das ist Pillepalle. An der Stelle zeigt sich das Versagen auch der Energiewende aus meiner persönlichen Sicht betrachtet. So, das ist die Bundessicht. Jetzt nehme ich Sie mit nach Bottrop. In Bottrop haben wir es mit einem Stadtquartier zu tun, mitten im schönen Ruhrgebiet mit 70.000 Einwohnern, 14.500 Gebäude, davon 12.500 Wohngebäude. Wir haben hier ein Volumen von 246.000 Tonnen CO2 pro Jahr, die wir im Blick haben. Und nach 2 Jahren sind wir immerhin, wobei werde ich gleich noch erläutern, unser Plan eigentlich jetzt in diesen Tagen erst fertig geworden ist, mit dem wir jetzt weiter voranschreiten, haben wir immerhin durch die bisherige Arbeit in den Projekten eine energetische Modernisierungsrate von 7,82% erreicht. Wenn man das jetzt 10 Jahre hochrechnet, und wir kommen wahrscheinlich noch weiter, dann könnte man immerhin 10% der CO2-Emissionen in der Republik einsparen. Das wäre ein relevanter Beitrag zum Klimaschutz und auch zur Verbesserung der Lebensqualität in den Städten. Das ist der aktuelle Stand. Wenn man jetzt noch mal unsere Zielperspektive betrachtet, wir wollen bis 2020 50% CO2 einsparen. Wobei man immer sagen muss, die CO2-Einsparung ist zunächst mal eine physikalische Größe. Es geht darum, ganz konkret das Stadtklima zu verbessern, die Lebensqualität zu erhöhen. Denn das ist auch gerade schon von Frau Peter gesagt worden, in den Städten merkt man den Klimawandel. Es wird immer heißer, es gibt Starkregen und für die Menschen fühlbaren Veränderungen, da dient auch ganz konkret das Ziel, CO2 einzusparen, damit Stadtklima zu verbessern. Unabhängig davon, auch darauf komme ich noch zu sprechen, dass eine energetische Modernisierung immer einhergeht mit einer Verbesserung des Wohnklimas und damit mit einer Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, die in diesen Häusern wohnen. Energie einsparen heißt nicht Lebensqualität reduzieren, sondern Energie einsparen in Gebäuden heißt Lebensqualität verbessern. Und ich werde Ihnen an einigen Beispielen zeigen, wie man sowas erreichen kann. Jetzt noch mal ein Bild, die Sonne scheint so ein wenig auf die Leinwand, können Sie auch nicht alles sehen. Das zeigt nur mal, wie sehr wir das Stadtquartier inzwischen durchdrungen haben. Es gibt praktisch fast kein Haus mehr, in dem nicht wir eine Befragung gemacht haben. Es gibt ganz viele Häuser, in denen wir eine individuelle Beratung machen. Wir haben ganz viele Häuser mit KWK-Anlagen ausgerüstet. Also das ist die Basis für die 7,82%, ist sozusagen das Bearbeiten, das Durchackern dieses Stadtquartiers. So, wie haben wir das geschafft? Wir haben eine Partnerstruktur entwickelt. Einerseits haben wir einbezogen Industrie. Industrie war der Initiator und wir haben darüber hinaus breite Netzwerke gebildet in die Industrie hinein. Hier sind die großen Unternehmen vertreten, ja, auch RWE ist vertreten mit RWE Effizienz, das ist eine Tochter, mit der man sich um energetische Modernisierung, energetische Automatisierung, ähnliche Themen kümmert. Das sind aber auch die üblichen vertreten, die Stiebel Eltrons, Wismanns und Weilands dieser Welt. Und das ist auch bewusst eine Ausrichtung unseres Projektes. Auch da
wir fördern durch dieses Projekt nicht die Deindustrialisierung, sondern wir schaffen neue, innovative, zukünftige Absatzmärkte für Industrie. Wenn die Industrie rundherum noch besser erkennen würde, welche Möglichkeiten auch für Umsätze, für innovative Technik für die Unternehmen da durch eine solche energetische Modernisierung entstehen könnten, wäre vielleicht der Druck von der Industrie auch ein wenig höher. So, das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass wir natürlich uns wissenschaftlich begleiten lassen. Das ist auch ein Thema, was das Land Nordrhein-Westfalen fördert, nämlich die wissenschaftliche Begleitforschung, damit wir auch keine Fehler machen. Wuppertal-Institut koordiniert alle Lehrstühle in Nordrhein-Westfalen, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben. Auch die Fraunhofer-Gesellschaften sind über Fraunhofer-Umsicht als gesamtes Netzwerk bei uns begleitend tätig. Und ich muss auch sagen, an dieser Stelle, das gilt auch für die grünen Ministerien in Nordrhein-Westfalen, wir haben inzwischen eine wirklich gute Unterstützung der Landesregierung über die interministerielle Arbeitsgruppe in der Staatskanzlei, wo alle Ministerien vertreten sind. Und ich glaube, inzwischen mit guten Gründen sagen zu können, es gibt aus der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für unser Projekt inzwischen eine kräftige Unterstützung. Wir werden aufmerksam gemacht auf Projekte, auf Fördermöglichkeiten. Und auf der anderen Seite gibt es einen Dialog. Ich glaube, dass noch ein bisschen aus unserem Projekt inzwischen lernt. So, wir haben insgesamt über 200 Projekte, die ich jetzt nicht einzeln vortragen werde, initiiert und zum großen Teil umgesetzt. Das Spektrum geht sehr weit, da ist die Schlosserei als Plus-Energiebetrieb, da sind aber auch die LED-Leuchten im Straßenraum, da ist die geförderte Werkstatt für Gehandicapte, die auch versucht hat, einen Plus-Energiebetrieb daraus zu machen im Umbau. Da sind aber auch große städtebauliche Dinge, Wasser in die Innenstadt, wieder das Thema, Ausweitung von Grünräumen, aber auch ganz viele Themen, die sich um das Gebäude bewegen. Ich will daraus einige Ausschnitte kurz zeigen. Zum Beispiel unsere Demonstrations-Zukunftshäuser. Wir haben über einen Wettbewerb Investoren, Hauseigentümer in den Kategorien Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und Geschäftshaus angefragt, ob die nicht Lust hätten, mit uns gemeinsam, mit unseren Industriepartnern wiederum, ihre Häuser zu Plus-Energiehäuser umzubauen. Im Einfamilienhausbereich gibt es eins von Velux in Hamburg und eins in Freiburg, aber aus dem Bestand gibt es darüber hinaus in der Republik solche Bauten nicht. Und wir haben das Einfamilienhaus fertiggestellt und in diesen Tagen ist das Mehrfamilienhaus fertiggestellt, wo wir zeigen, dass man aus dem Bestand heraus ein Gebäude bilanziell zum Plus-Energiehaus umbauen kann. Natürlich haben wir beim Einfamilienhaus Geld draufgelegt, nicht wir, sondern die Industrie, weil die zum Teil zu Referenzkosten die Materialien geliefert haben. Auf der anderen Seite, der Gegenwert für die Unternehmen ist, dass sie damit werben können mit der Möglichkeit. Und es soll nur zeigen, dass man das machen kann und die Preise sind weiter im Sinkflug. Und wenn man das mehr fördern würde, glaube ich, wären viel mehr Leute auch daran interessiert, im Grunde genommen, wenn dann die Finanzierungsrate irgendwo grenzwertig wird, also sich langsam anfängt zu rechnen, auch ihre eigenen Stromproduzenten zu sein und My Home is My Castle dann ein bisschen anders auch auf Energie zu übertragen. Die Holländer nennen das ja Demokratisierung der Energiewirtschaft. Sowas trauen wir uns in Deutschland ja nicht. Aber der Gedanke an sich zu sagen, so, ich bin nicht abhängig von fremden Energielieferanten, ist ja so ganz verkehrt im Sinne von Partizipation und Demokratisierung auch nicht. Spannend ist auch im Mehrfamilienhaus, dass dort keine exorbitanten hohen Mieten genommen werden, sondern man orientiert sich an dem Mietspiegel in Bottrop, der ist relativ niedrig. Man beteiligt allerdings die Mieter an den Investitionskosten darüber, dass man die Energiekosten, die nicht mehr da sind, dann als Netto, auf die Netto-Kaltmiete überträgt, sodass der Mieter als Warmmiete keine Mehrbelastung hat, sondern als Warmmiete im Grunde genommen das hat, was im Durchschnitt auch in Bottrop zu zahlen ist, nur eine Verschiebung zwischen Netto-Kalt- und Warmmiete. Im Geschäftshaus mitten in der Fußgängerzone werden wir das Gleiche machen. Das gibt es so in der Republik auch noch nicht. Und da wird wirklich alles, was an intelligenter Technik ist, auch umgesetzt. Das sind aber natürlich unsere Demonstrationsobjekte. Damit wollen wir zeigen,
was man machen kann. Das können wir morgen nicht auf Bottrop ausrollen. Dazu gibt das Jahresdurchschnittseinkommen in Bottrop von 22.000 Euro, glaube ich, keine Anhaltspunkte. So, wir gehen aber auch nicht nur in den Bestand, sondern das will ich bewusst zeigen, weil es auch vom Land, vom Groschek-Ministerium unterstützt wird, in den geförderten Wohnungsbau. Wir zeigen, Herr Richter ist auf dem Bild mit vertreten, wir zeigen, dass man auch im geförderten Wohnungsbau heute neu ein Plus-Energiehaus bauen kann. Da gilt das Gleiche. Die Netto-Kaltmiete ist etwas höher, die Leute zahlen aber 0 Euro für Energie, außer den Energieverbrauch, den sie selber haben. Aber auch da gibt es Hilfe mit LED und entsprechenden Geräten. Auch das ist ein Vorzeigeobjekt, was vom Land auch, glaube ich, sehr gut auch übertragbar in andere Städte geführt werden kann. Denn da sind wir schon wieder viel weiter als bei den ersten Häusern. Das rechnet sich nämlich für die Wohnungsbaugesellschaft schon jetzt. Also die sponsern hier gar nichts, sondern die setzen nur die Technik um und refinanzieren das. Mehr Netto-Kaltmiete, keine Energiekosten für die Bewohner und das sind Leute mit Wohnberechtigungsschein. So, daneben gibt es dann wiederum in die Fläche ein 100-KWK-Projekt, was wir zurzeit gerade umsetzen. Das sind Mikro-KWK-Anlagen, die für ein Ein- und für ein Zweifamilienhaus geeignet sind. Die bauen wir gerade ein, da wo keine Fernwärme zur Verfügung steht. Das sind alles Dinge, die auch bei der EEG-Novellierung, weil sie unter 10 kW sind, unbelastet sind. Schade ist allerdings, dass wenn man größere Wohnblocks bei Wohnungsgesellschaften mit Strom und Wärme versorgen will, dann liegt man über 10 kW und nach dem jetzigen Entwurf von Herrn Gabriel müsste man dann die EEG-Umlage mitzahlen, dann wird das Ganze unwirtschaftlich. Und das scheint mir auch irgendwie widersinnig zu sein, wenn man Energiewende betreiben will. Aber die Verbände sind ja unterwegs. So, das setzen wir um und im nächsten Schritt ist dann auch der Plan, diese 100 KWK-Anlagen zu vernetzen. Parallel dazu haben wir uns auch als Modellkommune beworben, um weitere 75 KWK-Anlagen auf der Basis von einer anderen Technik, Brennstoffzellentechnik, auch umzusetzen, um das dann gesamt in dem Sinne des Bildes, was ich ganz am Anfang gezeigt habe, auch umzusetzen. So, daneben wird hier sozusagen unser Think Tank gebaut, eine Hochschule, die natürlich vom BLB gebaut wird und aber dann normalerweise nicht diesen Standard hätte. Dort wird aber unterrichtet in Energiesystemen und IT, was sowieso in Zukunft zusammengehört. Und wir haben mit unseren privaten Partnern ein paar zusätzliche Dinge mit dem Land vereinbaren können, Wärmetauscher im Kanal und so, sodass die Studenten, die dort arbeiten und lernen, auch sehen, welche technischen Möglichkeiten es gibt. War nicht so einfach mit dem BLB, aber ist inzwischen umgesetzt. Das Ganze wird jetzt auch in diesem Sommer eröffnet. Ich bin selber da im Hochschulrat der Schule. Die Studentenzuläufe sind enorm für dieses Thema. So, wie haben wir eigentlich diese 7,82% erreicht? Wir haben es erreicht, indem wir die Bürgerinnen und Bürger an dem Prozess beteiligt haben. Über viele Module mit Veranstaltungen, aber auch mit sehr wirksamen Bürgerwerkstätten, wo es dann mehr noch in die Stadtquartiersentwicklung ging, wo wir über 300 Vorschläge für neue Projekte bekommen haben, aber auch die ganz individuelle Beratung. Das heißt, wir haben jeden Hausbesitzer aufgesucht, übrigens mit Studenten der Hochschule Ruhr-West, und haben ihn kurz befragt. Da haben wir fast 90% der Leute auch wirklich dazu bewegen können, uns Antworten zu geben. Und wir haben inzwischen über 1300 Individualberatungen bei uns im Zentrum gemacht für Information und Beratung. Und jeder, der da rausgeht, bekommt einen individuellen Plan für sein Haus, was er investieren kann, mit welchen Methoden, die sich aber auch rechnen. Und nur ein Beispiel, ich bin gut in der Zeit, ein Beispiel, wenn Sie normalerweise zum Installateur gehen und sagen, ich brauche eine neue Heizung, ich will Energie sparen, dann baut er Ihnen den Ölbrennwertkessel raus und baut einen Gasbrennwertkessel vielleicht ein, macht ein paar neue Pumpen rein, fertig, aus. Den interessiert aber gar nicht, dass Sie unter Umständen ganz viel Wärme durch die Decke in die Landschaft auspusten. Den interessiert nicht der Rest. Wenn Sie zum Dachdecker gehen und sagen, ich möchte mein Haus dämmen, dann baut er Ihnen für 60.000 Euro ein neues Dach. Wenn Sie bei uns in der Energieberatung waren, dann sagt der Energieberater, wenn der Speicher
nicht für Wohnzwecke genutzt wird. Das reicht, wenn du den Speicher für 4.000 Euro von innen dämmst, obendrauf. Und wenn du es selber machst, kannst du es auch für 2.000 Euro machen. Also so spezifisch auf die Bedürfnisse der Leute, die bei uns wohnen, zugerichtet ist die Energieberatung. Und über diesen Weg der Beteiligung der Bürger in den unterschiedlichsten Formen kommen wir dann auch zu dieser Rate. So, die Einzelprojekte, die wir alle kreiert haben, zum Teil umgesetzt haben, die machen natürlich nur in einem Gesamtkonzept Sinn. Deshalb haben wir vor anderthalb Jahren eine Ausschreibung gemacht für einen Masterplan. Dieser Masterplan wurde erarbeitet zwischen uns und dem Büro Albert Speer aus Frankfurt, sehr bekannt in nachhaltiger Stadtentwicklung. Gertek, eine Ingenieurgesellschaft, die auf Energiekonzepte, Energiesysteme fixiert ist, aus Essen, und ein Freiraumplaner Drecker aus Bottrop. Mit denen zusammen haben wir über mehrere Stufen, auch wieder mit Beteiligung, mit Bürgerwerkstätten vielmehr, einen Masterplan erarbeitet. Der ist jetzt fertig. Der umfasst 1300 Seiten. Den haben wir vor einigen Wochen an den Oberbürgermeister der Stadt Bottrop, Herrn Tischler, übergeben. Und aus diesem Masterplan, der auch viele Maßnahmen städtebaulicher Art beinhaltet, also Share Space war ein Thema für große Straßenbereiche in Bottrop, auch provozierende Dinge. Warum muss denn die Straßenbahnschiene an der Stadtgrenze von Essen nach Bottrop eigentlich enden? Warum kann die Straßenbahnschiene nicht durchgeführt werden? Solche Themen mehr. Alles das ist da enthalten in den 1300 Seiten. Aber daneben gibt es auch ein Innovationshandbuch, sind nur 60 Seiten. Mit dem kann man das, was wir gemacht haben, auch auf andere Städte übertragen. Was wir dort gemacht haben, will ich noch mal kurz erläutern. Das gibt es so in der Republik nicht noch einmal, nach allem, was wir wissen. Wir haben den Bestand so weit aufgenommen, dass wir genau wissen, welcher Energieträger in welchem Gebäude genutzt wird. Wir wissen genau, welche Energietechnik in welchem Gebäude genutzt wird. Wir haben aber auch dazu Sozialdaten ermittelt. Deshalb weiß ich, wie viel Durchschnittseinkommen wir haben. Wir kennen den Bildungsgrad, wir kennen die Migrationshintergründe, wir kennen das Einkommen. Das alles zusammengefasst wird dann noch überlagert von einer Potenzialanalyse, genau wie das im Saarland so ist. Wenn wir so Themenabende haben, die wir regelmäßig gestern Abend wieder hatten, wo immer 100 Leute kommen aus dem Stadtquartier zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Themenabend Solar, und dann sagt jemand, ich wohne am Ostring 214, dann können wir da runterzoomen und dem zeigen, du hast einen Baum vor der Tür, geht nicht. Oder du hast so und so viel Kilowattstunden Peak Potenzial auf deinem Haus. Dieses haben wir für Solarenergie, für Fernwärme, für alle Dinge. Aus diesen ganzen Plänen sind dann für das Pilotgebiet, welches dann nochmal in 7 Stadtquartiere unterteilt wurde, Maßnahmenpläne erwachsen. Einen zeige ich hier. Da wissen wir jetzt für die Innenstadt zum Beispiel ganz genau, das sind lärmbelastete Straßen. Da gehen wir jetzt im Quartiersmanagement hin, klingeln und sagen den Leuten, wie wäre es mit einer Dreifachverglasung. Da ist der Antrieb die Lärmbelastung. Auf der anderen Seite gibt es ein Fernwärmenetz in der Straße. Die Leute haben auch noch eine Ölheizung. Die bekämen aber von STEAG Fernwärme, das ist der Betreiber, eine Prämie, wenn sie einen Fernwärmeanschluss machen. Wir können denen vorrechnen, dass sich das rechnet. Und so spezifisch gehen wir jetzt im nächsten Schritt vor, indem wir ein Projektmanagement aus einer Hand dort machen, in dem Quartiersmanagement, was wir jetzt begonnen haben. Da gibt es die aufsuchende Beratung, habe ich gerade erläutert. Da gibt es aber auch wieder Bürgerwerkstätten, um die Leute daran zu beteiligen. Da gibt es aber auch in dem Stadtquartier selber Netzwerke bilden mit den Handwerkern, mit den Verbänden, mit den Kirchen, mit den Parteien, mit den Gewerkschaften, all diese, mit den Schulen vor allen Dingen. Die Bottroper Schulen haben alle unheimlich viele Aktivitäten inzwischen entwickelt, werden auch auf Landesebene da immer ausgezeichnet inzwischen, alle zu dem gleichen Thema. Also bilden von Netzwerken darüber die Beteiligung der Bürger. Und dann kommen auch die Themen der Stadtgestaltung in dem Quartiersmanagement mit dazu. Da haben wir tolle Erfahrungen gemacht, wo die Bürger vorgeschlagen haben, eine Straße für den Durchgangsverkehr zu sperren, Radwege miteinander zu vernetzen und vieles mehr. Das ist das, was jetzt ansteht, dieses Quartiersmanagement, was zum Teil auch über Städtebaufördermittel zum Glück gefördert wird und womit wir jetzt starten in allen 7 Quartieren.
So, jetzt komme ich in der Schlussrunde nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Wir sind längst dabei, über eine ganzheitliche, nachhaltige Modernisierung von Stadtquartieren insgesamt zu reden. Denn energetische Modernisierung ist das eine, aber alles hängt mit allem zusammen. Ein Beispiel nur für die Immobilienwirtschaftler, von denen einige auch im Raume sind. Wenn Sie können als Immobilienunternehmen noch so schön Ihre Gebäude energetisch modernisieren, wenn das Umfeld ungepflegt ist, werden Sie auch keine neuen Mieter dafür generieren. Das heißt, Sie sind abhängig vom Umfeld. Auf der anderen Seite, bei einer Modernisierung von Gebäuden müssen Sie auch sehen, dass die Sozialstruktur erhalten bleibt und Sie nicht sozusagen über eine Entmietung auf einmal eine neue Sozialstruktur bekommen, die vielleicht als Mieter nicht so zuverlässig sind. Die Fragen des Einzelhandels in dem Bereich, Grünfreiflächen, ein wichtiges Thema, und Stadtdesign. Also Interdependenzen bestimmen an sich die Zukunftsfähigkeit von Stadtquartieren. Und ich will Ihnen mal einen Auszug zeigen. Wir beraten auch Wohnungsunternehmen zum Beispiel, auch andere Städte inzwischen. Seit einigen Wochen haben wir damit angefangen. Und wenn man in so ein Stadtquartier geht und mal Stärken, Schwächen untersucht, dann kann man sehen, neben diesen Gebäuden können Sie noch so gut modernisieren. Sie werden Ihre Mieten nicht stabilisieren, sondern die Mieten bleiben auf Sinkflucht, trotz der Dämmung und trotz der schönen Heizung. Also man muss sich um die Gebäude kümmern. Dann so ein schönes Thema im Ruhrgebiet, immer diese Hinterhöfe, die Garagenhöfe, wo die gesamten Innenhöfe asphaltiert sind und für Autos vorgehalten sind. Da zieht keine Familie mit Kind hin. Wenn Sie die aber aufreißen würden und eine schöne Grünanlage dahin machen würden, für die Stellplätze gibt es andere Lösungswege, dann haben Sie auch ein anderes Klientel, eine andere soziale Durchmischung. Und das Risiko, auch das kann ich in vielen Stadtquartieren quer durch die Republik zeigen, dass dann solche Stadtquartiere, wenn sie auf dem Weg nach unten sind, auch im Ergebnis vermögen. Wir haben auch andere Beispiele, wo man sagen kann, so auch ohne Luxusmodernisierung kann man Häuser, natürlich mit den Eigentümern, hier sind die Wohnungsgesellschaften gefragt, auch modernisieren, energetisch modernisieren. Wir können auch Stadtquartiere, ist immer wieder ein Ansatzpunkt. Es gibt kaum ein Stadtquartier, welches nicht auch Potenzial hat, aufgewertet zu werden, wenn man sich darum kümmert, wenn man alles in allem sieht. Und wenn man Freiraum als Beispiel, Freiraum determiniert Mietniveau, Freiraum mit determiniert Mieterstruktur. Und damit fängt es an sich in so einem Wohnquartier zumindest an. So, wir haben Beispiele, wo man dann sagt, so, wir machen auch eine ganzheitliche Energieversorgung mit dem Energiekonzept, gehört auch dazu. So, entscheidend ist, und damit bin ich jetzt dann auch im Zeitplan am Ende, wenn man sowas macht, ein Quartiersmanagement, sind es Kernelemente, die wir inzwischen identifiziert haben. Man muss sich natürlich um Energieversorgung kümmern, man muss sich aber auch um die Wertentwicklung der Immobilien kümmern, man muss sich um soziokulturelle Funktionen kümmern, gestalterische Qualität, Funktionalität, Mobilität und Prozessqualität, heißt hier Partizipation, heißt hier Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn man das machen will, kann man das nur machen, indem man Projektmanagement im Quartier aus einer Hand macht. Und dann muss man systemisch vorgehen, da braucht man die Netzwerke, von denen ich gesprochen habe, da braucht man aber eine ganzheitliche Planung, da muss man einen Masterplan haben. Ein schöner Klimaschutzplan ist fein, vertrocknet nur sehr oft in der Schublade, wenn man ihn nicht sozusagen in das Quartier transferiert. Und dann braucht man begleitend ein Quartiersmanagement, um die Maßnahmen auch dauerhaft mit den Bürgern zusammen am Laufen zu halten. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie in so einem Quartier beliebig die dortigen Wohnungsgesellschaften ansprechen und auch Einzeleigentümer, die machen immer mit, weil bei denen geht es um Werterhaltung, vielleicht sogar um Wertsteigerung, wenn es schön läuft. Und ich kenne kein Wohnungsunternehmen, egal von in welchem Eigentum, ob kommunal oder privat, welches zulässt, wenn die Werte sinken und verkommen. Insofern hat man da so einen sogenannten First Mover, der sicherlich gerne mitmacht. Ja, und das Ganze machen wir im Moment auch außerhalb von Bottrop schon für ein anderes Stadtquartier mit unseren Partnern, die die verschiedenen Planungsaspekte betreuen.
Und ich glaube schon, dass das auch ein Zukunftsmodell insgesamt nicht nur von Nordrhein-Westfalen sein kann. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, war im Zeitplan. Vielen Dank.